Hallöchen. Jetzt soll es mir darum gehen, wie man Wachs benutzt. Und zwar ist das kein normales Bienenwachs oder so, sondern das ist flüssig aufbereitetes, was ich hier habe. Und es ist halt nicht nur flüssig, es ist wasserbasiert. Es gibt noch andere Wachse, zum Beispiel, naja, von Dunkin' gibt es ja lang bald nicht mehr. Egal, ich habe hier eins von Maiko, das gibt es in klein zum Ausprobieren. Hält verdammt lange und gibt es auch ein Groß für Massenproduktion. Auf jeden Fall ist das halt unheimlich schön für den Boden von Schalen oder von Tassen, weil man den Fußring halt einfach schön damit einwachsen kann. Und überall da, wo das Wachs halt hinkommt, hält keine Glasur. Deswegen muss man ganz doll aufpassen, dass man nicht damit übermalt oder tropft. Aber der Vorteil ist halt wirklich, dass man dann ganz einfach mit dem Schwamm drüber gehen kann. Und dann ist es viel leichter ab. Der größte Vorteil ist natürlich, wenn ihr taucht. Dann braucht ihr wirklich nur den Fuß mit diesem Wachs einfetten. Könnt es in die Tauchglasur eintauchen und den Boden freiwischen, fertig ist. Ist wirklich nur fertig. Das ist echt, ich finde es cool. So. Was man natürlich auch damit machen kann, ist einfach verschiedene Techniken damit ausprobieren, indem man Stellen halt dann nicht glasiert oder freilässt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Wachs ein paar Sprenkler machen würde hier drauf oder ein paar Blumen drauf malen oder sonstiges und glasiere das dann, dann bleiben die Stellen ja dann frei. Kann man auch Spiralen machen oder was auch immer. Man könnte zum Beispiel aber auch eine Glasur drauf machen, da drauf dann das Wachs auftragen und dann noch eine andere Glasur oben drüber. Dann ist es an der Stelle dann auch frei. Das ist halt einfach schön, einfach wenn man mal Lust hat, eine andere Technik auszuprobieren. Ich experimentiere ganz gerne mit solchen Sachen. Und ich habe dann auch festgestellt, dass diese Schminkschwämmchen, so ein ganzer Beutel 99 Cent kostet, sich perfekt eignen, um das hier tropffrei aufzutragen. Weil Pinsel verkleben dann halt doch recht schnell, wenn man sie nicht sofort auswäscht. Und wenn ihr einen Pinsel oder so dafür nehmt, dann könnt ihr das auf jeden Fall nicht mehr für irgendwas anderes benutzen, weil wie gesagt, da hält dann halt keine Glasur mehr. Es gibt natürlich noch andere Techniken. Es gibt bei manchen Marken steht drauf Wax on und Wax off. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Das eine ist, glaube ich, lila und das andere rosa. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal mehr, welche Marke das war. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist Wax off kein Wachs. Das ist eher so eine Art Latex. Ne? Also das kann man hinterher dann halt abziehen oder muss man vor dem Brand auch abziehen. Das Wachs muss und kann man gar nicht abziehen. Und hat halt einfach den Vorteil, oh, da habe ich gar keinen Fuß drunter. Ja, was heißt Vorteil? Wachs verbrennt rückstandslos dann im Ofen. Ne? Es muffelt dann vielleicht ein bisschen. Wenn ihr einen eigenen Ofen habt, werdet ihr das dann schon merken. Aber es ist jetzt nichts, was dann giftiger wäre als die Dämpfe, die sowieso beim Glasieren entstehen. Alles klar, ich wünsche euch viel Spaß beim Testen und aufs nächste Video und vielleicht sehen wir uns ja mal zusammen im Live-Kurs. Wäre ja cool. Bis dann!